Ich denke, dass es ganz wichtig ist, ganz genau zu wissen, worüber man schreibt oder berichtet. Und manchmal ist es besser, einen Mund zu halten und mal nicht zu schreiben und nicht zu berichten und erst nochmal nachzuhaken, nochmal nachzugucken und sich nochmal ganz genau zu informieren, bevor man das an die Öffentlichkeit bringt. Ich glaube, viel von dem, was wir heutzutage an Verschwörungstheorien und vielen anderen hat damit zu tun, dass 24 Stunden am Tag Programm geliefert werden muss und es muss jeden Tag eine Zeitung rauskommen und die Netzwerke müssen pausenlos, werden die bombardiert mit Schlagzeilen. Und ich glaube, es tut uns auf jeden Fall gut, dass wir solche, wenn da ein Fehler passiert, dann ist es eine Dynamitstange. Weil wenn das Ding explodiert, dann wird das Vertrauen in Wissenschaft insgesamt auf einmal angeknackst. Und das können wir uns nicht leisten. Und ich glaube, das ist auf die Aufforderung an alle, die sich mit Wissenschaftsjournalismus beschäftigen, lieber ein bisschen weniger, aber dafür richtig, sauber, anständig und gut. Vamos, mehr offensiv und gut mit Wissenschaft umgehen. Danke. It's your super perforator. Cheers!